Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Eigentlich habe ich heute ein Update-Video geplant für die Kirschpflaume, Schrägstrich türkische Pflaume, Schrägstrich persische Pflaume, Schrägstrich persische Sauerpflaume und so weiter und so fort, was es da alles für Namen bei dieser Art gibt. Prunus cerasifera heißt die auf Latein ungefähr. Ich habe das ja alles schon im ersten Video ein bisschen erklärt. Ich bin heute nochmal in die Nachbarortschaft gegangen, um euch dieses Exemplar oder diese Exemplare, die hier stehen, zu zeigen. Ich kann mal ein bisschen näher an die Stämme rangehen. Es ist praktisch schon ein ganzer Horst, der sich hier gebildet hat, wahrscheinlich über Wurzelausläufer. Dementsprechend die Pflaumen, die Früchte sind alle dieselben. Das ist allerdings nicht das Gleiche, was bei uns in der Ortschaft wächst. Also bei uns in der Ortschaft wächst die gelb-rote Form. Also nur noch mal zur Erinnerung, es gibt die gelbe Form, die gelb-rote Form, die rote Form und die lilane Form. Also in unserer Ortschaft, in diesem Gebiet, auf diesem Anhöhe, sage ich mal, wächst hauptsächlich die gelb-rote Form und die rote Form. Sonst haben wir da eigentlich keine weiteren Formen. Das hier ist die gelbe Form. In der anderen Nachbarortschaft war auch so ein Baum gewesen, so ein einzelner Baum, kein so ein Horst. Der hatte auch das war auch die gelbe Form, der wurde aber leider abgeholzt. Ich hätte euch gerne eigentlich den gezeigt, damit ihr sehen könnt, wie so ein einzelner Baum aussieht. Denn dieser Horst, der ist auch einfach wirklich gigantisch. Im Grundfläche, keine Ahnung, wie viel das abdeckt. Ich weiß es nicht, aber es sind mit Sicherheit 30, 40, 50 Quadratmeter. Der Horst ist 7 oder 8 Meter hoch. Wahnsinn. Und wenn ihr euch diese Stämme anseht, die sind halt auch alle so im Bereich 20 bis 35 Zentimeter. Vor allem hier dieses Exemplar ist sehr, sehr groß. Man muss aber auch tatsächlich aufpassen. Es hat die Dornen, die hier, da könnt ihr das sehen, die Dornen, die Kirschpflaumen ebenso haben. Wobei ich sagen muss, dass diese Form hier relativ wenig bedornt ist. Also die Formen an dem in unserer Ortschaft, die sind deutlich stärker bedornt. Wie schon gesagt, das ist die gelbe Form, die ihr hier sehen könnt. Die ist unterscheidet sich nicht nur farblich vom Aussehen unserer Form, die ist meiner Meinung nach, hat ja auch komplett anderes Aussehen. Also die sind eher so kugelig und die Form, die bei uns halt in der Ortschaft wächst, die gelb-rote hat, ist eher so eiförmig, halt so typisch pflaumenförmig eben. Die ist hier eher kugelig. Außerdem unterscheiden die sich auch geschmacklich sehr stark. Also unsere Form ist, also eben die gelb-rote, ist süß-säuerlich. Also hat Pi mal Daumen 50-50 eben Süße, also 50% Süße, 50% Säure, ist geschmacklich sehr gut. Aber die hier gefällt mir auch. Die hat allerdings deutlich weniger Säure, also wirklich deutlich weniger. Die ist wirklich, da ist die Süße eindeutig dominanter. Also da merkt man im Grunde genommen eigentlich fast gar nicht die Säure da drin. Also das ist wirklich hauptsächlich einfach süß. Viele Leute mögen das nicht, ich finde es aber noch nicht mal schlecht. Ja. Sonst muss man jetzt sagen, unterscheiden sich diese Formen nicht so stark voneinander. Die lilane Form, die wir hier nirgendwo haben, ist ein bisschen kleiner als die gelb-rote und die rote Form. Die gelbe Form kann aber ein bisschen größer sein als die gelb-rote und die rote Form tatsächlich. Also die ist ungefähr, ja, sagen wir, also die Früchte sind ungefähr so groß. Pi mal Daumen, so ungefähr. Ja, weil einige ja bestimmt jetzt erst darauf, auf diese Art aufmerksam gemacht werden, werde ich jetzt halt nochmal kurz erklären, wie man sich richtig um diese Art kümmern kann. Nochmal ganz kurz zum Thema, wie man sich richtig um Kirschpflaumen kümmert. Kirschpflaumen mögen wirklich den ganzen Tag volle Sonne. Also komplett, also auch wenn es bei euch im Hochsommer 40 Grad im nicht vorhandenen Schatten wird,
egal, volle Sonne. Die Städten, dieser Horst hier steht auch am Rande einer kleinen Streuobstwiese, die im Zentrum der Ortschaft hier steht. Das ist auch, sozusagen hier, so, ich glaube, ein paar hundert Meter, 200-300 Meter weiter hinten ist auch das Seeufer. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr, sehr gemäßigtes Klima. Es ist sehr, sehr warm, auch jetzt schon im Mitte Mai. Kirschpflaumen, türkische Pflaumen, persische grüne Pflaumen, persische Sauerpflaumen, das ist alles das Gleiche, das ist alles dieser Art. Mag auch einfach ganz normalen Gartenboden, auf dem es keine Staunässe gibt. Die Art ist nicht pH-sensitiv und kommt sozusagen halt mit allem klar. Mulch ist wie immer sehr, sehr vorteilhaft. Sie steht hier, wie man sehen kann, ein bisschen in dieser Totholzhecke. Hier gibt es im Grunde genommen genug verrottendes Material, was irgendwie sozusagen halt auch ein bisschen als Mulch dient. Jüngere Bäume brauchen allerdings für ihr schnelles, also verhältnismäßig schnelles Wachstum auch regelmäßig halt Dünger. Da gilt die alte Regel, wie gesagt, eine Hauptdüngung im Frühjahr, eine Hauptdüngung im Sommer und zwischendurch halt immer so ein bisschen was Organisches, dann passt das schon. Wie ihr sehen könnt, dieses Exemplar ist sehr gut genährt. Also wenn ihr euch mal hier so einen unteren Ast anguckt, jetzt ist es natürlich, weil es hier relativ schattig unter diesem Baum ist oder unter diesem Horst ist, aber ihr könnt es, glaube ich, einigermaßen sehen. Also es gibt keine Mängel, keine Verbrennungen aufgrund von Sonnenlicht, keine Nährstoffmängel hier, da ist gar nichts. Das ist einfach ein super gut aussehender Baum. Hier oben kommt auch überall, ist neues Wachstum zu sehen. Von der Pflege her perfekt. Ja, diese Bäume vielmehr tragen auch jedes Jahr reichlich, wirklich, und wie ihr sehen könnt, also das ist mit Sicherheit die größte Kirschpflaume, die ich so in meinem Leben je gesehen habe. Also die ist mit Sicherheit ihrer 8 Meter hoch, was ihr relativ schnell hinbekommt. Kirschpflaumen wachsen ziemlich schnell und grundsätzlich halt auch kein Problem. Ihr könnt die aus Samen ziehen, wenn ihr das möchtet. Allerdings werdet ihr dann nicht die gleiche Genetik bekommen, wie ihr sie hier habt. Hier seht ihr übrigens auch Fruchtansätze oder einen Fruchtansatz vielmehr. Das steigert sich hier. Je nachdem, wie weit man nach oben geht, hier sind noch mehr Fruchtansätze. Es stellt gerade nicht so richtig scharf, aber jetzt sieht man, dass hier ist einer, da ist noch einer. Hier überall. Also das wird dieses Jahr, denke ich, wieder eine gute Ernte werden. Wobei ich der Meinung bin, dass die gelben Formen nicht ganz so krasse Träger sind wie die rot-gelben Formen oder die roten oder die rote Form. Aber ich bin mir sicher, das hängt auch vom Kultivar drauf ab. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass diese Bäume nicht veredelt worden sind. Aber ihr könnt auch einwandfrei andere Sorten eben halt auf die Äste draufpropfen, wenn ihr das möchtet. Also eben drauf veredeln. Regelmäßig Wasser ist natürlich gerade für junge Kirschpflaumen essentiell. Also ihr braucht, die brauchen wirklich regelmäßig Wasser, auch besonders im Hochsommer. Und dann, wie gesagt, guckt euch einfach mal hier das Blattwerk an. Das ist einfach, dem fehlt nichts. Es ist so wunderschön. Und das könnt ihr auch ganz einfach erzeugen. Und ich appelliere auch wirklich an jeden, dass er das mal macht. Also eben eine Kirschpflaume eben mal zu pflanzen. Denn es ist wirklich eine Bereicherung grundsätzlich. Und es ist, wie gesagt, auch einfach komplett einfach. Und klar, der Horst ist riesig, das liegt aber auch daran, dass hier mindestens 10 einzelne Bäume stehen. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, das sind wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber wenn ihr die einstämmig zieht, so, also in etwa in der Form hier, dann braucht ihr dafür nicht mal einen großen Garten. Denn Kirschpflaumen wachsen relativ schmal und wie ihr sehen könnt, es sind auch einwandfreie Schattenbäume. Zuletzt in diesem Video möchte ich euch nochmal sagen, dass ihr euch bitte nicht in die Irre führen lassen sollt. Also ich weiß zum Beispiel, dass es damals zu DDR-Zeiten, halt in der DDR, auch ein paar, ich sag mal, Zuchtsorten von diesen türkischen Pflaumen gegeben hat.
Allerdings war im Westen damit deutlich weniger los. Also im Westen wurden diese Bäume mehr oder weniger halt auch als Unkrautbäume bezeichnet, weil diese Bäume halt im Wesentlichen bloß als Unterlage gezüchtet worden sind, eben für andere Steinobstsorten, beziehungsweise eben Pflaumensorten, also Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Renekloden und was weiß ich nicht was alles. Das ist aber, das ging natürlich ein bisschen zu Lasten auf die Fruchtqualität, weil die wurden ja nicht darauf selektiert, auf Fruchtqualität, sondern eben auf Qualitäten als Unterlage. Dementsprechend schmeckte das dann natürlich in vielen Fällen nicht ganz so optimal, wenn jetzt der eigentliche Pflaumenbaum gestorben ist und die Unterlage, sprich die Kirschpflaume, eben weitergewachsen ist. Das war dann natürlich eher suboptimal. Von daher kommt dann eben das Gerücht, dass Kirschpflaumen eben nicht schmecken würden. Ich halte das für einen Mythos, weil diese Früchte, die hier wachsen, die bei uns in der Ortschaft wachsen, sind alle einwandfrei geschmacklich. Das geht, also das läuft ja hier eher so in die Kategorie Wildobst, aber andere Obst, dieses Kulturobst, ist auch gut natürlich, aber über die Kirschpflaume hier steht dem in nichts nach. Also lasst euch da bitte nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, das ist ja angeblich nur ein Unkrautbaum, ist es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr leckeres Obst und wie ihr sehen könnt, es ist auch natürlich auch ein richtig guter Schattenbaum. Einfach wenn ihr jetzt Schatten braucht, weil ihr zum Beispiel Pawpaws anbauen wollt oder irgendwelche anderen Sachen, die es nicht mögen, den ganzen Tag in der vollen Sonne zu stehen. Und ihr möchtet zum Beispiel aus was auch immer für Gründen keinen Maulbeerbaum, weil ihr auf die Pollen allergisch reagiert oder sowas. Das ist einwandfrei. Also da kann man wirklich nicht meckern. Zum Abschluss, bevor ich das Video beende, möchte ich allerdings noch eine kleine Warnung aussprechen. Gerade bei Kirschpflaumen, die rein gelbe Früchte ausbilden, wie eben dieses Exemplar oder diese Exemplare, kommt es häufig vor, dass Baumschulen statt dem Begriff Kirschpflaumen, weil ich habe ja gerade schon erklärt, dieser Begriff ist ein bisschen negativ konjunktiert, so also negativ besetzt, wird häufig der Begriff wilde Mirabelle eingesetzt. Das ist meiner Meinung nach ein Schwachsinnsbegriff, denn es gibt keine wilden Mirabellen. Es gibt möglicherweise verwilderte Mirabellen, aber Mirabellen gehören zur Art Prunus domestica, also zu eben den Hauspflaumen, wenn man das so will. Das hier ist eine andere Art, das ist eine Prunus cerasifera. Die Prunus domesticas sind Additionsbastarde. Das bedeutet, man nimmt die komplette Genetik der Kirschpflaume und kombiniert die mit der kompletten Genetik der Schlehe und daraus kommen dann sowas wie Mirabellen und so weiter raus. Wenn so eine Mirabelle dann natürlich in einem Garten steht, der verwildert und steht dann da einfach rum, dann kann man ja sagen, es ist eine verwilderte Mirabelle, aber im Grunde genommen ist die Zucht einer Mirabelle etwas, was auf den Menschen zurückgeht. Das hier ist aber etwas, was, wenn man so will, halt eben ganz normal natürlich entstanden ist, also wenn man so will, vom lieben Gott erschaffen wurde. Das hat mit Mirabellen im Grunde genommen nichts zu tun. Der Grund, warum Baumschulen das halt machen, ist halt natürlich erstens, damit sich das besser verkauft, weil, wie gesagt, Prunus cerasifera als Kirschpflaume ist ein bisschen negativ besetzt. Aber auch, weil man für eine wilde Mirabelle natürlich für den Begriff die Leute natürlich viel mehr bereit sind zu bezahlen als für eine einfache Kirschpflaume. Eine einfache Kirschpflaume wie die hier kostet im Handel so, ich sag mal, wenn ihr die so als 1,60 Meter, 1,70 Meter Exemplar kauft, sind das vielleicht 15 Euro. Für eine Baumschule, bei der ihr die als wilde Mirabelle, wo ihr die als wilde Mirabelle gekauft kriegt, sind es dann vielleicht schon 30 oder 40 Euro. Das ist mal eben das Doppelte. Und nur für den Begriff zu bezahlen, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber in dem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute. Macht's gut bis dahin und ciao.